Krisensitzung des Innenausschusses. Die Spitzen von Regierung, Verfassungsschutz und Polizei unterrichten die Parlamentarier. Und der Innenminister bestätigt, worüber es bislang nur Gerüchte gegeben hatte. Es gibt einen neuen Verdächtigen. Nach dem Verdächtigen wird gefahndet. Ich weise darauf hin, und das haben alle anderen auch gemacht, es ist ein Verdächtiger, nicht zwingend der Täter. Auch der neue Verdächtige, wieder ein Flüchtling, sogar ein bereits bekannter sogenannter Gefährder aus Tunesien, der eigentlich abgeschoben werden sollte. Kaum war das verkündet, entbrennt die politische Debatte über Konsequenzen. Wir als CDU-CSU werden unmittelbar nach der Weihnachtspause intensiv darauf drängen, dass gerade auch im Lichte dieses schrecklichen Anschlags vom vergangenen Montag dieser notwendige Gesetzgebungsbedarf schnellstmöglich auch ins Werk gesetzt wird. Für die bayerische CSU ist klar, die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel ist der Grund der ganzen Misere. Der Staat müsse nun mit aller Härte alle Gesetze anwenden, sie sogar verschärfen. Die Opposition und sogar der Regierungspartner SPD mahnen dagegen zu besonnenem Handeln. Insofern möchte ich auch nicht darüber spekulieren, welche Folgerungen möglicherweise es mit sich bringt, wenn dieser Tunesier ein Attentäter sein sollte. Der derzeitige Kenntnisstand eignet sich überhaupt nicht, um jetzt hier politische Forderungen an diesen Sachverhalt zu knüpfen. Wir wissen schlicht noch nicht im Detail, was passiert ist. Nur beim Thema verschärfte Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen scheinen alle politischen Parteien einig. Darüber könne man nachdenken.